Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Schild spielen wir. Ah, muss wieder mein scheiß Mikrofon ausmachen. Ja, dadurch, dass jetzt der Ventilator steht und irgendwie alle Kabel sich miteinander vermischen und macht das manchmal. Also ihr wisst ja, ihr kennt ja die Geräusche. Ja, wir sind wieder da, zurück bei Pokémon Schild, Rüstungsinsel oder Insel der Rüstung, glaube ich. Heißt das offiziell? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe natürlich überhaupt gar keine Ahnung, aber wir sind da und wir sind einfach der Hammer. Wir haben schon 2 von 3 Prüfungen des Master Dojos erledigt gestern. Wir haben gestern ein paar Diktas gefunden, was so ziemlich das Beste war. Es gibt einfach nichts und wir haben einen Tour Talk bekommen. Das war wohl so ziemlich das Beste. Und wir müssen unbedingt Flegmon trainieren und Mauzi können wir einfach nicht gebrauchen, weil wir Mauzi lieb haben müssen und Zuneigung kriegen wir nur durch, ich weiß es nicht, durch anderes Gedingse. Aber durch Zuneigung muss er halt, ne, muss man halt Freund sein und so und naja, ihn kämpfen lassen und naja, das ist halt nicht mein Ding, ne? Okay, aber hab ich schon. Ich guck gerade einfach mal ganz kurz durch, was wir einfach mal reinnehmen können. Snom. Haben wir eigentlich erst. Bist du das Giga-Max-Ding? Vielleicht. Wir bewegen es einfach mal Richtung uns. Den Giga-Max-Pilz können wir übrigens den hier geben, weil der kann ja Giga-Maximieren. So, aber wollen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt erstmal gegen unseren derzeitigen Rivalen kämpfen, dessen Namen ich vergessen habe, weil der total abgedrehter Dude ist. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Aber ich gehe mal ganz stark von ja aus. Da vorne ist der nämlich schon. Die alte Wurstpelle, du. Das ist einer, du. Ich meine, den haben wir schon 2-mal locker besiegt. Den werden wir jetzt auch immer noch locker besiegen, gehe ich ganz stark von aus. Der hat ja sowieso auch Angst vor uns. Der hat mehr Angst vor uns, als wir vor. Welch ein hastiges Wesen. Es ziemt sich nicht, an mir vorbeizugehen und mich zu ignorieren. Mann, ich will den aber ignorieren. Gott, ich hasse ihn eigentlich nicht. Eigentlich finde ich ihn cool. Weil er so voll abgedreht ist, finde ich es eigentlich cool. Weiß ich nicht. Du bist also erschienen. Nach einem Sieg über dich werde ich die Geheimrüstung für mich beanspruchen. Dies wird mir auf meinem Wegen, Arenaleiter für Psycho-Pokémon zu werden, alle Türen öffnen. Was auch immer du mir entgegensetzen wirst, der Sieg ist mir jetzt schon gewiss. Ich werde mit all meiner Kraft entgegentreten, die ich aufbringen kann. Bist du bereit? Ja. Ich habe absolut keine Angst vor dir, du alter Psycho. Ihr seht aus, als könnte es losgehen. Oh ja, es geht los. Viel Erfolg! Ja, brauche ich nicht. Ich feuere euch beide an. Nee, feuer nur mich an. Wie sind der so schnell dahin gekommen? Also gut, geht in Position. Wie ist denn der so schnell dahin gekommen? Und muss er ständig beim Laufen seinen Hut festhalten? Das wäre aber ein Scheißhut. Dies ist die letzte Prüfung. Fertig? Oh Gott. Er guckt total. Und ab geht die Post. Er guckt gerade total böse. Ich weiß nicht, ob der Typ irgendetwas plant. Können wir ihm vertrauen? Ich meine, er hat einen Psychopony da, aber gut, wir haben einfach Sarah dabei und es ist derzeit ein ziemlich geiles Pokémon. Ich habe auch den richtigen Namen vergessen. Nun dann, lass uns einen eleganten Kampf hinlegen, wie es sich für ein großes Finale geziemt. Steh dich darauf ein, am seltsamen Gefühl unter deinen Füßen zu... Was? Ach so, du machst nur ein Psychofeld. Ach so, sag das doch. Sarah denkt am Poke-Champion. Ja, ja, ich weiß, Champion. So, tschüss. Das trifft eh nicht. Und Attacke von hinten. Flump. Ja, ist easy, ne? Also sind wir mal ganz ehrlich, easy. Oh weh, ist alles in Ordnung bei dir, mein elegantes Pokémon? Ne, er ist tot. Ich glaube auch nicht mehr, dass es wiederkommt. Zumindest nicht zu dir. Turtok. Oh Gott, wir haben einen Turtok dabei. Kadabra. Oh ja, wir haben ja auch noch einen Simsaler. Ah, wir haben so viele coole Pokémon.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Dragoran. Das gibt's ja auch noch nicht. Also soweit ich weiß. Wie gesagt, ich kenne nicht, welche Pokémon dazugekommen sind. Habe ich keine Ahnung. Mach mal du mal deinen Psystrahl. Ist vollkommen in Ordnung. Sarah macht das schon. Ich denke mal, dass keiner von denen überleben wird. Weil Phantomkraft halt sehr effektiv ist. Hurra! Mauzi! Hä? Gegen wen habe ich dich dann ausgetauscht? Wollte ich dich nicht gegen Mauzi aus... Gegen wen habe ich dich ausgetauscht? Ach, gegen Flegmon, ne? Oh Mann, jetzt habe ich Flegmon ausgetauscht. Oh. Naja, gut, wir können sie alle sehr... sehr schnell leveln. Wir können sie alle sehr, 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 sehr schnell leveln. Aber ich hätte gern auch ein ganz normales Lashoking, deswegen. La 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 la. Einer von denen wird er auch Düner bzw. Giga maximieren. Sein letztes Pokémon, gehe ich mal ganz stark von aus, wird es ihn ergeben. Psychofeld ist auch weg. Was auch immer Psychofeld bewirkt, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Stand da nicht. Mit den Feldern kenne ich mich nicht aus, die sind, das ist alles zu neu. Naja, dann gehen sie halt auch Level ab. Mauzi und Turtok. Zuneigung können wir nicht anders machen, ne? Lamus. Oh, Lamus. Jetzt bleibt mir nichts weiter übrig, als auf die wahre Stärke meiner Psychokräfte zu vertrauen. Lamus hat eine Knarre in der Hand. Es ist Knarren, Lamus. Schnellschuss. Ja, toll. Wenn ich bis 3 gezählt habe, wird ein Pokéball gigantische Ausmaße annehmen. Du hast nicht bis 3 gezählt, Junge. Du wolltest bis 3 zählen. Wir hätten auch Giga maximieren sollen, aber egal. Oder Düna maximieren ist das ja eigentlich nur. So sieht also die Entwicklung von dem Flegmon aus. Ein Knarren-Lashoking. Mit meinen unfassbaren Psychokräften stampfe ich dich in Grund und Boden. Ja, leider wird es jetzt wirklich wehtun. Naja, gut, doch nicht so doll. Kam ich mit klar. Müssen wir auch gleich mal Düna maximieren, wa? In der Zeit ist der schon gleich wieder klein. Es hält, glaube ich, nur 5 Runden. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie lange das hält. Ja, oder er ist einfach so tot. Das können wir natürlich auch so machen. Er kann natürlich auch einfach so sterben. Wir sind sowas von overpowered. Dankeschön, Heilung. Hui. Übrigens, geiles Ding, die Muschelglocke. Hurra, Mauzi. Mauzi versucht, Kratzfurie zu erlernen. Scheinbar ja. Scheinbar hat er ja gedrückt. Als normale Kratzer. Ist auch immer ganz toll. 1, 2 Schwupps. Nee, Grimasse kannst du dir sparen. Grimasse braucht nun wirklich gar keiner. Easy going! Fischmach! Ich sollte mir selbst ein Psychoball auflegen! Übrigens kriegen wir jetzt noch einen Glurak. Ah, ich glaube nicht, das ist das Dynamax-Glurak, oder? Haben wir das Dynamax-Glurak eigentlich schon mal abgeholt? Habe ich das abgeholt? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, jetzt haben wir auch einen Glurak. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Bisasam. Aber haben wir noch nicht. Dieses Pokémon kann mit seinen Flügeln eine Höhe von bis zu 1400 Meter erreichen. Er spuckt sehr heiß. Das ist Feuer. Feuer ist normalerweise sehr heiß. Luftschnitt zu erlernen. Na klar, du brauchst auch, garantiert eine Flugattacke. So als altes Drachen-Pokémon. Statt Feuerwirbel. Niemand mag Feuerwirbel. Ich habe auch wieder den Venti auf die Switch gerichtet, weil ja der Ventilator scheinbar in der Switch kaputt ist. Wir haben einen Sieger. Case hat die 3. Prüfung bestanden. Bravo, super, yeah. Das war fantastisch. Was für ein Kampf. Das habt ihr beiden ganz hervorragend gemacht. Naja, eigentlich nur ich. Er war scheiße. So mal ehrlich. Ich hab verloren. Wie überaus armselig, dabei habe ich sogar auf faule Tricks zurückgegriffen. Ich bezweifle stark, dass ein so junger und talentierter Mensch wie du das verstehen kann.
aber ich habe alles gegeben, was ein durchschnittlicher Trainer wie ich nur geben kann. Doch vielleicht ist nun der Zeitpunkt gekommen, den Traum vom Arenaleiter-Dasein aufzugeben. Sobald mein unfaires Verhalten auffliegt, werde ich sicher ohnehin aus dem Dojo verbannt. Halt dich nicht zurück, Case. Du kannst deinem Meister ruhig von meinen Missetaten berichten. Mach ich aber nicht. Was? Wieso nicht? Dabei habe ich mich zu solch schändlichen Taten hinreißen lassen, um mir den Sieg zu sichern. Case zeigt mal wieder wahre Stärke, indem er sowohl auf Pokémon als auch auf Gegner Rücksicht nimmt. Meister! Als Saverios Meister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Daher möchte ich auch mich entschuldigen. Das war nicht richtig von ihm. Aber mein Schüler steckt nun einmal voller Siegeswillen und gibt alles gegen seinen Rivalen. Meister, ich danke euch. Verzeih mir, Geist. Als Strafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz alleine um die Pokémon im Dojo kümmern. Die armen Pokémons. Wie bitte? Seid ihr sicher, dass es mit dieser Strafe schon getan ist? Na Logo, und von jetzt an wirst du bei uns auch deinen Geist stärken. Jawohl. Na, er ist gar nicht so scheiße und verrückt, wie alle mal dachten. Nur der Opa. Dann wäre damit alles geklärt. Ihr habt euch so wunderbar ins Zeug gelegt, meine Lieben. Ich war zwischendurch so aufgeregt, dass ich, mich eingenässt habe. Das war so ergreifend. Es war toll, dass wir Rotz und Wasser geheult haben. Aha. Case, du hast dich von der misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen und prima gekämpft. Damit hast du alle drei Prüfungen gemeistert. Und nun, wie versprochen, die Geheimrüstung des Master-Dojos. Ich kann mir dabei nichts Tolles vorstellen, ehrlich gesagt. Ich lade schon mal voran, um im Dojo alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Also dann, die Show ist vorbei, macht euren Meister froh und kehrt zurück ins Dojo. Hättest du einen Moment Zeit? Case, ich... Toll, danke. Super. Ich muss zugeben, dass tatsächlich ein klein wenig Talent in mir schlummert. Ich bin immer noch der Pokémon-Champion. Warum weiß das auf dieser hinterrücksten Insel hier niemand? Warum erkennt niemand meine Championhaftinität an? Ich habe zudem auch noch die Welt hier gerettet. Ich möchte es nur mal sagen, dass ich auch die Welt gerettet habe. Die wäre sonst untergegangen. Aber schön, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Ich freue mich immer, bei irgendwelchen Hillbillies hier zu wohnen. Echt, ey. Da bist du ja, Case. Und du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Daher überreiche ich dir hiermit die Geheimrüstung des Master Dojos. Das kann einfach nichts Tolles sein. Also dann, los geht's. Doch nicht so grimmig. Voll aggro! Was ist los mit dem? Na, der ist voll süß! Der ist voll süß! Kuma? Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Master Dojos. Sein Name lautet Dakuma. Es mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt es sich als robuste Rüstung, die jedem gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Kerlchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt da nur ein Problem. Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Doch vielleicht lernt es ja an deiner Seite etwas aus sich herauszuholen. Deshalb würde ich Dakuma gerne in deine Obhut geben. Schankgedön im Voraus. Koma? Ey, wie ist der voll süß? Meister Maastricht hat dir Dakuma anvertraut. Den müssen wir natürlich gleich mit ins Team nehmen. Für Dakuma wurde ein Eintrag ins Pokédex angelegt. Zieht es an dem langen weißen Fell an seinem Hinterkopf.
zieht es, ja, zieht selber. Steigt es seinen Kampfgeist und auch seine Körpermitte steigt Kraft empor. Nein, das bleibt leider bei dem Namen, weil ich wissen möchte, das kommt in mein Team. Weil ich wissen möchte, wie auch die Entwicklungen heißen und all so ein Kram, ne? Also gut. Ich möchte, dass ihr gut miteinander auskommt. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Dieses kleine Kerlchen hat noch nicht viel von der Welt außerhalb des Dojos gesehen. Es ist gut möglich, dass Dakuma sich dir einfacher öffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar Schüler an solche Orte positionieren, um euch den Weg zu weisen. Natürlich solltet ihr auch gemeinsam kämpfen und campen. So lernt ihr euch im Nu besser kennen. Oh, und ich weiß auch schon, wie ich euch zwei dabei unter die Arme greifen kann. Ab jetzt darfst du auf der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Bei einem schönen Spaziergang an der frischen Luft kommt man sich gleich ein wenig näher. Und wenn ihr richtig dicke Freunde geworden seid, kommt wieder zu mir. Dann können wir mit Dakumas Ausbildung in den Kampfkünsten beginnen. Okay. Wir dürfen jetzt auch, also es darf jetzt auch außerhalb rumlaufen. So Pokémon gelbmäßig. Jedes Pokémon oder ist es wirklich nur Dakuma? Jedes Pokémon! Na, Sarah greift an. Nimmst du mal deinen Schritt? Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Deswegen, warum bin ich hier? Ich hab keine Ahnung. Ja! Wie geil! Das ist immer cool. So, wir müssen ein cooles Pokémon raussuchen. Wir müssen ein cooles Pokémon raussuchen, das mit uns mitlatscht die ganze Zeit. Hier, Globox. Wir nehmen Heidi Klump einfach mit. Das muss die ganze Zeit hinter uns herlaufen. Ich weiß, wir müssen Dakuma nehmen, aber wir müssen jetzt auch erstmal kurz Heidi Klump nehmen dafür. Komm, Heidi Klump. Was ist denn das? Ich weiß noch nicht mal, was das jetzt gerade für ein Pokémon ist hier. Imantis. Los, Heidi Klump. Wir sind ein bisschen zu schwach dafür. Wir sind ein kleines bisschen zu schwach dafür. Wir nehmen auch gleich Dakuma ganz vorne. Und ja, Minako, weil wir, ne? Aber mit Dakuma können wir eigentlich noch gar nicht vorne kämpfen. Weil Level 10, das ist viel zu schwach. Das müssen wir erstmal so... Solarstrahl. Cool, sieht die Attacke ja aus. Ich glaube, die haben wir noch nie gesehen. Das war aber sowieso nicht sehr effektiv. Aber ich bohre mal schnell in der Nase hier. Imantis. Es soll ja aus weiß sein oder schwarz und weiß sein. Aber ich habe, wie gesagt, ich kenne nicht alle 5697 Pokémon. Turtok erreicht Level 40. Dakuma erreicht Level 13. Aeroas. Natürlich. Du bist ein schnelles Pokémon. Silberblick, Ausdauer, Energiefokus, Zertrümmerer. Pff, brauche alle nicht. Brauche alle nicht. Darf ich nur auf der Rüstungsinsel mit einem freien Pokémon jetzt rumlatschen, oder was? So, wieder zurück. Ich will jetzt Heidi Klum nicht mehr haben. Ich mag Heidi Klum nicht mehr. Wir nehmen Sarah wieder rein, weil... Sie ist einfach unser bestes Pokémon und sie wird auch, glaube ich... Ich weiß nicht, immer unser bestes Pokémon bleiben. Ich habe keine Ahnung, ich finde das Pokémon einfach super. Okay, wir sollen an Punkte mit schöner Aussicht. Was so viel heißt wie, wir müssen Bisasam suchen vor allem. Wir müssen Dicklas suchen, meine Güte, hat aber ein bisschen gedauert gerade. Geistig hat das jetzt ein bisschen gedauert. Oh, hier, die Entwicklung von Schlurup. Ich weiß gar nicht, wie es sich entwickelt. Irgendein Level? Oh, WLAN. Wir haben WLAN. Drachenpfeile, dann ist es sowieso weg. Das greife ich jetzt an, um zum Leveln, ne? Weil es ist ja sehr, sehr, sehr vorteilhaft, dass alle Pokémon EXP bekommen. Das macht alles viel, viel einfacher.
Allgemein ist Pokémon der Teil nicht wirklich schwer. Auch was das Pokémon-Level angeht. Mauzi erreicht Level 31, Dakuma Level 18. Grimasse, na, das brauchst du nicht lernen. Das brauchst du nicht. Ich frage mich, wann es sich entwickelt. Ob wir erst, Entschuldigung, wir müssen noch mal ganz kurz hier reingucken. Da oben ist das normale Phlegmon. Das hätte ich nämlich doch gerne irgendwie dabei. Denn ich hätte echt gerne einen Lashoking. Ein super cooles Pokémon. Aber rein theoretisch mache ich jetzt erstmal Aufnahmepause, weil je nachdem, ob heute SpongeBob rauskommt, spielen wir ja SpongeBob. Und wenn SpongeBob heute nicht, wenn ich es heute nicht geliefert bekomme, bis jetzt steht es noch in den Sternen, weil es ist noch früher morgen, dann spielen wir nämlich am Freitag wieder Pokémon. Entweder spielen wir nämlich heute SpongeBob. Und wenn heute SpongeBob nicht kommt, jetzt wo ihr es auch seht, so süß. Jetzt wo ihr es auch seht, ne, da kann man es auch. Ich glaube, wir müssen jedes Mal da auf die Dakuma-Türme, oder? Kann das sein? Das wird irgendwie am meisten Sinn ergeben. Denn, spielen wir nämlich am Freitag SpongeBob, weil da werde ich es hoffentlich ja wirklich haben. Und wenn wir Donnerstag spawnen, es ist halt einfach so. Es steht in den Sternen, ob wir Freitag einen Livestream von Pokémon machen. So. Sehr kompliziert gesprochen, aber im Grunde genommen spielen wir SpongeBob, je nachdem wann es kommt, Donnerstag oder Freitag. Und je nachdem wann wir SpongeBob spielen, spielen wir Pokémon Freitag. Weißt du? Verstehst du? Ist eigentlich nicht so schwer. Glaube ich. Weiß ich nicht. Bin selbst verwirrt. So, deswegen mache ich jetzt erstmal für heute Feierabend. Oh ja, Aussetzer will ich eigentlich drin haben. Aussetzer finde ich lustig. Oh ja, Mann, Phlegmon. Lang, ne? Findest du nicht auch? Findest du nicht auch, dass es langsam lang, Phlegmon? Dakuma bestimmt jetzt auch. Kopfnuss. Ja, Kopfnuss kannst du lernen. Kopfnuss ist eine coole Attacke. Also Kopfnuss mag ich. Echt gespannt, wie die Entwicklungen von dem aussehen. Kriegen wir ja bestimmt alles hin. So, wir sind scheinbar auf dem Weg schon zum ersten Turm. Damit wir da auch wirklich hinfinden. Ja, ich gucke gerade nach Härchen im Boden. Aber so auf den Blick sehe ich jetzt gerade gar keine Härchen im Boden. Das wird noch richtig viel Spaß machen. Das wird noch richtig viel Spaß machen, wenn wir hier anfangen, alle Härchen im Boden zu suchen. Das wird noch... Wobei, ich hätte das gerne, weil der uns Pokémon gibt. Der gibt uns halt Pokémon. Und das ist eigentlich schon sehr poketastisch. Kann ich eigentlich reden mit dir? Na denn. So. Wie gesagt, na denn. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, entweder morgen Livestream oder nicht. Je nachdem. Also morgen kommt so oder so ein Livestream. Entweder spielen wir da jetzt Pokémon oder SpongeBob. Je nachdem, wann ich SpongeBob bekomme. Kann auch sein, dass wir heute SpongeBob spielen, jetzt wo ihr es seht. Es müsste, ich weiß nicht, jetzt gerade spielen, laufen. Ich habe keine Ahnung, wann Pokémon heute rauskommt. Ich weiß es nicht. So, bin jetzt raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.